Naja, es ist Anerkennung und Ansporn. Aber was zählt, ich habe es gerade schon gesagt, ist auf dem Platz, ist das tägliche Arbeiten in der Redaktion. Ich bin ja nur die, die quasi ihre Nase in die Kamera hält, und ich mache schon auch ein paar Sachen. Aber am Ende des Tages wäre ich ja auch nichts und niemand, wenn ich nicht ein Team hätte. Und deswegen ist es schön, wirklich, weil das Wertschätzung ist und, wie Markus sogar gesagt hat, eben auch ein Zeichen von Respekt. Und es freut mich, wenn meine Arbeit so gesehen wird. Aber morgen ist morgen. Wie sehr ist es in euch drin, diese Verpflichtung wirklich mit eurer Bekanntheit, mit eurer Prominenz, diese Möglichkeit zu schaffen, anderen Menschen eine Plattform zu geben? Also ich finde, es ist keine Verpflichtung. Das muss jeder für sich entscheiden, wie er das handhabt. Wir haben aber das Gefühl, dass das einhergeht mit dem, was wir da machen, dass man, wenn man so große Reichweite hat und, sag ich mal, ein Licht auf Themen lenken kann, die unterrepräsentiert sind oder die zu wenig Licht bekommen, dann empfinden wir das eher als eine Möglichkeit, in unserem Beruf dem Ganzen noch eine Facette hinzuzufügen, neben all dem Quatsch, den man machen darf, dann auch mal zu zeigen, dass man auch durchaus weiß, was die Realität ist, und all der Quatsch, den man macht, vielleicht manchmal auch dann, wie es so schön heißt, Show ist, und die Ernsthaftigkeit des Lebens nicht an uns vorbeigeht. Das Publikum hat es ja honoriert, das ist ja ein Publikumspreis. Absolut. Und da sieht man ja auch, dass die Menschen doch Ernsthaftigkeit wollen, weil es ja immer heißt, nee, das will keiner mehr. Und wir haben ja immer wieder, ich habe auch immer wieder mit Kollegen die Debatte, inwieweit müssen sich Prominente zu bestimmten Themen äußern? Da kann man gar nicht viel zu sagen, weil es ist so, also wenn es nach einem, man kann ja immer nur aus einer sehr persönlichen Warte antworten. Für mich gehört das zusammen, weil ich habe sehr viel Schönes im Leben durch meinen Beruf, habe eine große Verantwortung, finde ich, aufgrund dessen, dass ich wahnsinnige Reichweite habe, und ich nutze es dann gerne auch für solche Themen aus dem einfachen Grund, oder für viele Themen aus dem einfachen Grund, weil es eine Möglichkeit ist, Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken. Und das könnten gerne von meinen, wenn es nach mir ging, noch viel, viel mehr machen, aber ich bin der Letzte, der irgendwem sagt, da hast du zu tun und da hast du zu lassen. Deswegen muss das jeder für sich entscheiden, wie man damit umgeht. Wir haben für uns entschieden, dass wir das gerne so nutzen. Ich glaube, man sieht mir an, ich bin gerade mit Glückshormonen durchströmt. Ich freue mich unglaublich. Und das ist das Gefühl, was gerade hauptsächlich durch meine Adern fließt. Das ist eine Trophäe, und ein Tier haben Sie schon, den Bambi. Jetzt kommt der Panther daneben. Wie ist Ihre Gefühlslage, neben dem Bambi jetzt den Panther stellen zu können? Ich muss ehrlich sagen, das Bambi ist mir geklaut worden, und der Grimme-Preis auch. Also ich habe jetzt nur noch den Panther, und der macht sich perfekt. Und er ist wunderschön, ich finde ihn traumhaft. Er ist ganz leicht und hat eine unheimliche Kraft. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass meine Jutta aus Luden und ich ihn gewonnen haben. Wie wichtig ist es für eine Schauspielerin, dass es Serien gibt und die Möglichkeit, im TV oder im Streaming Rollen zu bekommen? Weil sie machen ja auch Filme, und so ein Kinofilm, das gibt es ja nicht alle Nase lang, dass man da auch, sag ich mal, gebucht wird. Wie wichtig ist das da, dass wir Fernsehen noch haben und Streaming? Ich glaube, es ist immer wichtig, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir schöne Geschichten erzählen, die uns, die Zuschauer inspirieren, auch Kraft geben, auch aufrütteln, dass man wirklich einfach was hat, worin man sich bewegen kann, auch nach Hause kommen, also auch vielleicht eine zweite Familie haben, mit den Figuren, die man kennenlernt, auch wirklich ein paar Meter im Leben auch wirklich gehen, also Zeit haben. Ich finde Zeit haben sowieso sehr, sehr wichtig, und das ist natürlich in der Serie sehr gut gegeben. Man lernt viel besser noch die Figuren kennen und ihre ganzen Schicksalsschläge. Ja. Was sind Sie für ein Typ? Eher der Typ, originär dann gucken, wenn es läuft, also gerade bei Fernsehen, wenn es noch wirklich eine Sendezeit gibt, oder doch ein Streamer und ein Mediathekgucker? Ich habe gar kein Fernsehen. Also ich gucke dann, also quasi kann ich gar nicht zur Sendezeit gucken. Ich gucke sehr wenig, und wenn, dann sehr ausgewählt, aber dann eigentlich immer, wenn ich will. Sie haben ein tolles Projekt mit Tim Mälzer zusammen gemacht, um zu zeigen, dass Menschen mit Down-Syndrom Ausbildungen machen können. Und ich habe mich erinnert, als ich das vorhin gesehen habe, es gibt in München eine Theatergruppe, da hat eine Mutter für ihren Sohn eine Theatergruppe gegründet, der Down-Syndrom hat, damit er Theater spielen kann. Und da kam mir so in Sinn, das ist so mit so vielen Themen,
erst wenn wir nicht mehr drüber reden, dann ist es normal. Absolut. Also ich habe das auch schon öfter in Interviews in der letzten Zeit gesagt, wir müssen so lange weiter für Inklusion kämpfen, bis wir kein Wort mehr dafür brauchen. So, dass es einfach selbstverständlich ist und da müssen wir hin. Wir brauchen diese Vielfalt in der Gesellschaft und zwar natürlich nicht nur was Behinderung betrifft, sondern eben auch, wir sehen die Problematik gerade auf deutschen Straßen. So können wir Diskussionen nicht führen. Vielfalt muss akzeptiert werden und nur das bringt eine Gesellschaft am Ende auch weiter, auch wenn irgendwelche Krawallpolitiker das eben nicht so sehen oder so haben. Jetzt trotzdem gab es halt den Preis für dieses Projekt und ja, ich meine, weil wir gerade gesprochen haben, dass man, wenn man immer drüber redet, dann ist alles gut. Aber jetzt wurde drüber geredet, es hat eine große Aufmerksamkeit zum Glück. Was bedeutet es Ihnen, diese klassische Journalistenfrage, dieser Preis hier in Bayern, den Blauen Panther zu bekommen? Das ist unglaublich. Also erstmal waren Tim und ich baff, dass es nur uns beide betraf, weil es eben auch ein großes Team-Ding ist, weil da unfassbar viele Leute mitgewirkt haben, die alle eigentlich irgendwie so ein Ding brauchen. Und das bedeutet mir wirklich die Welt. Ne? Ich habe eine Tochter mit einem seltenen Gendefekt, die wird wahrscheinlich nie auf dem ersten Arbeitsmarkt landen können, weil die sehr stark geistig und körperlich eben behindert ist, eine Behinderung hat. Und trotzdem, also gerade für die stelle ich mir eben eine offenere Welt ohne Barrieren und ohne Schranken vor. Und mit so einem Projekt schaffen wir das halt. Mit so einer Auszeichnung kriegen wir immer neue Strahlkraft. Haben wir diesen Leuchtturm aufgebaut, den wir brauchen, um das eben zu schaffen.